Phase sehen wir Azir und Jace gebannt. Auf der anderen Seite Victor und Ryze. Wie gesagt, für Origin geht es nicht mehr um irgendwas, aber klar möchte man sich hier gut nochmal präsentieren als Nummer 2 in Europa. Und da sollte Rocket nicht im Wege stehen. Für sie ist witzigerweise zwischen Platz 5 und 8 alles drin. Also, ich bin jetzt gespannt vor allem, ob hier wieder Varus der Dreh- und Angelpunkt wird, weil sowohl X-Packer als auch Nukedark haben in den letzten Spielen Buns und Picks von Varus einfach auf sich gezogen. Und vor allem auch bei den Picks haben X-Packer und Nukedark beide sehr, sehr gut performt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Rocket so lange überlebt. Werden wir jetzt den Varus hier als Last Bun nehmen oder... Okay, es wird der Corki. Wow. Das irritiert mich. Sivir offen, Kalister offen, Tristana offen und mein Bann die Corki. Nicht so richtig nachvollziehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil Nils auch gestern alles andere als gut auf Corki gespielt hat. Der hat ja alles gegeben, um sein Team dem Sieg quasi zu entziehen. Also ich muss sagen, man sieht sehr viel Poke-Champions rausgenommen. Das kann man festhalten, aber ist es von beiden Teams. Klar, jetzt die Sivir, absolut First Pick würdig und auf der anderen Seite Rocket. Wir müssen jetzt da stehen und gucken, was nehmen wir denn jetzt? Eigentlich hat man ja fast die Sivir schon gebaitet durch den Corki-Bann. Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht so unclever war, den Corki zu bannen. Ich meine, damit zwingst du wirklich den anderen, wenn er als erstes ADC pickt. Und das ist ja im Moment, wir haben es vorhin gesagt, ADC First Picken ist nicht so verkehrt. Wirklich in diese Sivir-Rolle rein oder auch die Kalista. Weil wenn du irgendwie einen Hyper-Carry First pickst, dann kannst du die Comp schon ungefähr lesen von den Gegnern und kannst dich halt direkt darauf einstellen. Aber trotzdem bin ich mir halt nicht sicher, ob da zum Beispiel so ein Corki-Bann genommen werden kann und eine Nidalee zum Beispiel offen gelassen werden kann, die jetzt aber trotzdem auf ihrer Seite landet, muss man auch dazu sagen. Ja, sie hatten ja jetzt 2 Picks, das ist so die Sache, ein Power-Pick gegen 2 getradet. Vielleicht wirklich der Bait, um Alistar und Nidalee zu bekommen. Auf der anderen Seite Rek'Sai und Gragas sind jetzt auch nicht gurkige Jungler. Ja, aber die Sache ist, Origin kann sich jetzt nicht wirklich einen Vorteil sichern, weil sie werden sich Rek'Sai sichern. Für mich ist jetzt der Varus hier schon fast Pflicht, weil Rocket, Nidalee und Varus zu lassen, das ist wirklich tödlich. Außer sie haben da eine Antwort drauf, aber... Oder man spielt ein Hard Engage mit Sivir, durchaus möglich gegen ja, aber selbst das ist halt sehr, sehr schwer. Wir haben es im ersten Spiel gesehen, es ist null aufgegangen für die Wolves. Sie hatten auch den Hard Engage, aber es funktioniert selten. Gerade wenn der Varus gut im Spiel ist, also... Das wird ja Shen, wow. Nicht so gut. Naja, sie müssen jetzt auf diese Poke-Comp, die da ansteht, natürlich mit so einer Art Full-Engage-Comp antworten, womit sie die Gegner einfach überrennen können. Das ist natürlich, da ist Shen nicht so verkehrt, auch mit Rek'Sai und mit Sivir in der Comp. Und dann kommt auch eine Annie. Genau. Eine Annie würde da auch super reinpassen, aber das ist halt, sie müssen jetzt auf diese Poke-Comp antworten. Da wird jetzt mit Sicherheit auch noch ein Poke-Champion in der Mitte kommen, also wahrscheinlich wird es ein Varus sein. Vielleicht werden wir auch einen Corki sehen, auf jeden Fall irgendwas in die Richtung. Ich denke, dass man den also wenn jetzt Origin ja den Varus nicht genommen hat und sie eher eine Engage-Kombo spielen wollen, dann gibt es, glaube ich, für Rocket nicht wirklich den Grund, den Midlane-Champ nun zu nehmen, sondern man kann es als letztes nehmen, kann jetzt die Kalista nehmen, kann dann noch den Top-Laner nehmen, weil Origin hat ihren Top-Laner schon gezeigt und hält sich dann immer noch alle Möglichkeiten offen. Ja, sie machen es jetzt genauso wie erwartet. Wenn du so eine Poke-Comp hast, brauchst du auch jede Menge Peel, du brauchst jede Menge Frontline, um diese Poke-Comp zu verteidigen. Dementsprechend, ich meine, Alistar haben sich ja schon gesichert zum Disengagen und jetzt haben sie Maokai noch dazu genommen, den man ja auch zum Engagen oder zum Disengagen sehr, sehr gut benutzen kann. Sie haben auf jeden Fall die dicke Frontline und den Utility-Faktor mit dem Maokai sehr, sehr gut gepickt, denke ich. Wobei, ich muss mich korrigieren, sie haben den Top-Laner so gesehen noch nicht unbedingt gepickt, denn man kann ihn ja auch Support spielen, den guten Shen, und Tahm Kench gegen Maokai klingt in meinem Kopf erstmal nicht so... Ja, Tahm Kench hätte früh farmen können, Maokai aber auch. Was mir jetzt hier eher vorschaut, ist ein Fizz, genau. Das wollte ich gerade sagen, wieder dieses klassische, wir baiten, wir tun so, als ob wir einen Top-Laner haben, zwingen den Gegner Maokai zu picken dann den Fizz. Das hat schon so oft funktioniert und es wird der Fizz werden. Sowas spielt lieben gern Fizz und ja. Sehr mobile kommt, muss man sagen. Steve wird keinen Spaß haben. Also Twisted Fate, Shen, Rek'Sai, die sind ultramobil. Man muss auch sagen, wir haben ja in diesem Split schon oft gesehen, dass gerade diese globalen Comps sehr, sehr oft in Vergessenheit geraten sind, dass man schlecht mit umgeht, einfach mit diesem Split-Pushen. Ich meine, wir haben ja quasi auch dieses Double-Split-Push-Potenzial über einen Shen später. Na gut, der Shen ist jetzt bloß der Support in dem Fall, aber auch über den Twisted, der halt auch jederzeit wieder zum Team dazu ulten kann. Und das wird halt sau gefährlich. Und Twisted, muss man halt auch sagen, mit seiner Ulti, der kann nach Poke kommen, sehr, sehr gefährlich werden. Und deshalb, wow, finde ich die Entscheidung ehrlich gesagt gut, dass man nicht weiter auf Poke geht, sondern jetzt wirklich auch wirklich auf diesen Yasuo geht. Und man muss sagen, Yasuo hat, glaube ich, gegen die Comp gut Potenzial. Wenn du als Team-Comp jemanden überrennen willst und diesen Yasuo, der vielleicht einen Wirbel bereit hat, und der braucht ihn ja nicht mal, der hat noch einen Maokai dabei, der hat noch einen Alistar dabei, der hat noch einen Ulti von der Kalista dabei.
da wird das halt richtig schwierig, diese Comm zu überrennen, wenn man immer in Angst vor dem Varus leben muss, vor dem Yasuo leben muss. Ich denke auch, also ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie sie es am Anfang spielen werden, wenn Origin Snowballen kommt. Grundsätzlich kann man das aber auch von Rocket sagen. Gleiche Situation hier. Man hat noch mehr Mobilität, als wenn man den Shen Support spielt, da dann der Fizz so gesehen einen Teleport am Start hat. Also ich denke, viel wird vom Early Game abhängen. Wie siehst du das? Sicherlich einiges, aber ich finde die Comp, ich finde das Yasuo-Pick gewagt. Yasuo sowieso als Champion hat ja ein ultimativ hohes Skill-Cap, wirklich. Man muss super gut mit diesem Champion umgehen können, um ihn stark zu spielen. Aber außer von den Champion-Mechanics her ist er gegen Twisted sau stark. Er kann auf das Cleans verzichten, das sonst gegen Twisted eigentlich Pflicht ist, weil er einfach seine Windwall hat, womit er die Yellow Card blocken kann. Das ist schon mal ein ziemlich, ziemlich großer Vorteil. Also ein sehr, sehr schlauer Pick in der Midlane nochmal am Ende und zwei sehr schlaue Kommentatoren, die uns genau dieses Spiel jetzt näher bringen werden. Rocket gegen Origin. Ja, das Ganze werden wir jetzt vollbringen und bin gespannt. Yasuo sehen wir nicht so häufig, aber gerade bei der LCS doch das ein oder andere mit Erfolg. Und mir gefällt der auch ziemlich gut, also gerade gegen TF. TFs gesamte Combo fußt ja auf der WQ-Combo und Yasuo kann einfach diese komplette Combo nichtig machen. Ja. Yasuo ist ein absoluter Hardcounter gegen Twisted Fate. Abgesehen von den ersten paar Minuten des Spiels. Da hat Yasuo wirklich Probleme. Aber sobald er ein, zwei Items hat, hat X-Pack hier wirklich wenig Chancen in der Midlane. Er hat sich für Barrier entschieden. Ich denke, da hätte man vielleicht auch... Ja, die Sache ist, mit was spielt man sonst? Mit Cleanse ist jetzt nicht so optimal. Man hätte vielleicht sogar Exhaust mitnehmen können, um gegen Fizz besser klarzukommen. Aber ich denke, mit Barrier ist man da schon ganz gut beraten. Du kompensierst halt wirklich viel Schaden, gerade auch in SOS, der dich eventuell auch mit dem Fisch triffst. Und hier nochmal die Mechanik. Du machst die Windwall und der Fisch knallt dagegen. Ah, der ist da, legt den da vorne rum. Der kann trotzdem jemanden hochwerfen. Ist ja auch lustig, ein Fisch, also der Fisch quasi, durch die Wand will einfach verschwindet. Einfach kill. Instant. Ally has been slain. Ja, und da siehst du so die Windwall als Symbol. Und Wind countert ja Wasser. Ja, das stimmt. Das ist wie bei Pokémon. Bei Jesus. Wow. Alter. Pulverize hat nicht gesessen, aber auch nicht der Speer. Denko ist kein Ziel, was er heute getrunken. X-Pack hat es da einfacher mit Point and Click. Einfach nur Rechtsklick. Kann man machen. Die Frage ist, Lane swappen oder nicht? Gegen Fizz ist das eigentlich immer nicht schlecht, aber meistens wurde es trotzdem so gespielt, dass dann der Fizz gegen den Maokai zockt. Und wir haben Freddy beobachten dürfen, wie er einfach nur von Huni zerfetzt wurde. Oh ja. Also... ich bin absolut gespannt. Es ist ein sehr Snowball-lastiges Spiel auf beiden Seiten. Man darf nicht vergessen, Origin hat hier drei Global Ults. TF, Rek'Sai und Shen sorgen für einiges an globaler Map-Präsenz. So, erstmal die Laning Phase. Die wird ganz normal starten. Keine Lane-Swaps. Trotzdem aber Soas hier amazing am helfen. Also sie haben mit dem Lane-Swap wahrscheinlich gerechnet. Wobei, nein. Origin selbst hat ja gelane-Swap, stimmt. Origin hat doch gelane-Swap. Ja, macht Sinn. Kalista sehr gut gegen Ziege. Gerade ein bisschen verstaut. Ich habe gerade gesagt, Chen ist top, den ich nicht. Okay, der macht Gromp. Der macht aber den Gromp, aber geht trotzdem in die Mitte, weil ich glaube, er hat es Level 2 erhalten. Und damit natürlich auch der Gank in der Midlane. Haben wir mehrmals gesehen. Das haben wir bei Niff auch beobachten können. Mit Thrash ist Level 2, aber in die Mitte. Mann, ja, es wird jetzt hier das Super Battle in der Mitte. X-Pack, der Einzige, der Level 1 ist. Betäubung kriegt der aber hin. Wender mit einem schönen Knock-Up hier und vor allen Dingen seinem Kopf benutzt. Wender trotzdem sehr low. Wird angezündet, die Gold Card. X-Pack, was macht der denn? Kriegt aber hier für seinen Teamkollegen das First und übersteht die Situation. Meine Güte, ist der Dieb reingegangen, der Junge. Oh, was eins. First Blood jetzt aber für Soas und wir haben es schon so oft angesprochen. Fizz mit kleinen Vorteilen zerstört einen Maokai und ja, der Steve, der wird jetzt innerlich schon wieder brodeln. Die Lane, die kann er sich eigentlich schon wieder abschminken. Kann wahrscheinlich das Jungle-Item bauen, aber hatte leider keinen Smite. Ja. Schnell hol dir die Machete. Starts Game nochmal neu. Ja. Leute, Rematch, konnte kein Smite auswählen. Hat eigentlich auch keiner gespielt. Maokai, Toplane mit Zinderhalten. Ja, Flash W ist einfach so effektiv. Du kriegst zwar ein bisschen Tankiness, aber der Flash W ist einfach das, was Maokai macht. Flash Smite? Flash E. Flash E, Mann. Whee! Das ist cool. Gut. Botlane und Toplane werden wieder zerstört. Haben wir schon mehrmals gesehen. Die Frage ist, wird man die Wave
wieder freezen kann? Oder wird man sie bouncen lassen? Hier sind wieder Fragen über Fragen. Mal sehen, wie sie beantwortet werden. Jengos tankt schon mal so ein kleines bisschen. Die Vasallen. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die kleinen Vasallen werden verprügelt. Der Turm nimmt ja alle mit. Aber der Turm steht noch. Das ist gefährlich. So, jetzt hat schon mal ein Trinket erhalten. Damals haben wir Türme auf Orts geschossen. Und immer noch Level 1 einen Turm vernichten. Jetzt aber nicht mehr. Dieser Turm wird aber dennoch vernichtet, also Origin so mit einem leichten Vorteil, weil der Bot, na okay, der Bot-Turm ist auch tot. Steve da mit dem Gold ausgestattet, während sich auf der Top-Lane Nils das Gold geschnappt hat. Soas hat auch mit dem Rubinkristall gestartet, also Gita die eher defensive Variante. Während Nika, oh, da ist der Counter! Oh, schön gemacht hier! Er ist einfach in der Windwall, da kann X-Packy nichts machen, ne? Die Geschosse sind so voll. Er kann von Glück reden, dass er gerade den Speer gedodged hat. Er hat keinen Flash, er hat keinen Ghost und Jankos hat Flash. Hätte der Speer getroffen, dann wäre es das gewesen. Amazing war noch zu weit weg, also ein schöner Dodge von X-Packy. Oh, aber auch eigentlich da. Schön gespielt von Nuke, die Windwall war wirklich brillant. Er seine Laufgeschwindigkeit gut nutzen können, das hat schon mal funktioniert. Aber wie gesagt, das Outplay-Potenzial ist gegeben. Die Windwall hat natürlich eine katastrophale Abklingzeit, also die ist wirklich bei über 20 Sekunden, das ist schon ziemlich toxisch, wenn man bedenkt, wie oft das Q zur Verfügung steht. Für X-Packe oder natürlich die Karten selbst. Wir sind nun dabei, mit dem Keyword kurzen Prozess zu machen. Er kriegt jetzt hier sein Bonus-Gold im Hintergrund, gerade noch einen Amazing gesehen, der einfach geduldig war, der gewartet hat. Naja, und bei den AD-Carries kein Unterschied. Die machen ihr Ding. Ja. Aber trotzdem... Der Vorteil für Mr. Rales, er verlangsamt sein Itembild nicht. Nils im Sinne auch nicht, also er hat ja Pickaxe, die er sowieso braucht, aber er muss jetzt weitere 1500 Gold auf der Lane bleiben, um seinen BF zu haben. Und Mr. Rales kann jetzt einfach an verschiedenen Punkten vor 1500 Gold sehr aggressiv spielen, sodass er sich selbst, aber auch Nils in die Basis zwingt. Und er kann dann einfach immer seine kleinen Items weiterbauen, während Nils entweder nichts kauft und dann im Nachteil gerät oder eben... sich irgendwelche kleinen Items kauft und dann effektiv spielt er erst seine Core-Items hat. Ja, das ist halt aber nicht effektiv. Das ist insgesamt nicht effektiv. Das ist halt das Problem. Je länger du deine Hauptgegenstände, die großen Items hinauszögerst, desto gefährdeter bist du eigentlich insgesamt. Hier ist aber wieder dieses Matchup zwischen ich sammle Speere und ich tritte einfach wie ein wahnsinniger schöner Knockup. Das hat funktioniert, aber X-Packe hält ganz schön viel aus. Nun die Windwall auch draußen. Es ist Zeit für die Trades. Jetzt bin ich auch komplett Mana los, muss hier irgendwo wieder mit den Blue Cards arbeiten. Und ja, Nuketag macht es nicht schlecht. Also er holt sich einen kleinen Farmvorteil, den X-Packer aber erstens so ausgleicht. Und zweitens dann auch mit der Passiven. Die muss man halt immer wieder dazu rechnen. Das sind jetzt knapp 160 Gold zusätzlich und das ist schon eine sehr unangenehme Menge. Hier war das Q zur Verfügung, wird aber nicht aggressiv sein. Amazing. Nur dabei gegen Jankos sich zu prügeln. Flash von Steve. Oh mein Gott, Amazing. Markiert durch den Speer und oh, man Steve. Lässt Steve den Kill. Das ist interessant. Also Nidalee kann auch snowballen dadurch. Wahrscheinlich damit er einfach besser gegen Soas lane kann. Weil Soas hat zwar auch einen Kill, aber kann sich momentan in den CS nicht durchsetzen. Also ja. Er hat so eine riesen Wave vor sich, muss man sagen. Das stimmt, ja. Also wird er wahrscheinlich ausgleichen. Aber dadurch Steve jetzt nicht mehr hinten im Gold. Soas hat zwar First Blood, aber er sollte sich jetzt ausgleichen. Jankos währenddessen klärt hier die Vision auch noch für Soas. Das heißt, er muss weiter passiv spielen. Turm auch nicht mehr da. Das heißt, Steve eigentlich gefährdet. Aber Jankos ist ja da. Pushen jetzt hier gemeinsam die Lane ein, damit Steve die Basis aufsuchen kann und Soas nicht in der Lage ist zu freezen. Oh, das hat Soas schön gemacht. Hat dann nochmal den Cannon-Minion geblockt. Er wurde nicht gemobst. Miffy, nun dabei, den Red Buff aber zu stehlen. Das funktioniert einwandfrei. Zack, haben jetzt quasi beide Red Buffs gemacht, hintereinander. Jetzt wird natürlich extrem zu überfreuen. Wandern seine Kollegen allerdings nicht. Na, wenn Jankos sich da unten zeigt, so lange ist natürlich sofort klar, dass der entsprechende Jungle auf der anderen Seite reagiert. Beziehungsweise hier war es sogar die Duo-Lane. Also das Team hat sich wunderbar abgesprochen. Machen jetzt hier Ding weiter. Turm in der Mitte gibt zwar ein bisschen Schaden ab, aber Nuketag wird das halten können. Hat auch schon die Klinge der Habgier. Ist auch eine der wenigen Gegenstände, die man sich als Yasuo einfach so leisten kann, denn du hast ja den doppelten Wert. Ja. Immer den Crit-Wert zumindest. Das ist der Vorteil. Die ist wirklich brutal effizient. Und er geht standardgemäß Richtung Static, während X-Packe die Wahl auf Morellos trifft. Also bisher kommt der gut in der Lane klar. Wenn man hinten ist, kann man sich manchmal viel für einen Seekers Armguard entscheiden. Einfach nur, damit man den All-In besser überlebt. Aber er hat bisher wenig Probleme. Kann im Farm gut mithalten. Hat seine Summoners jetzt wieder zur Verfügung. Und ist auch Level 6. Level 7 sogar schon. Wird da jetzt also demnächst versuchen, einiges an Druck auszuüben. Aber erstmal bekommt er den Blue Buff von Amazing.
während Steve seinen eigenen hier anfängt. Misty aber am Start wird ihn hier... Oh, Hoppala, Gott. Das war ein kleiner Maxim-Schattensturz hier. Einfach gnadenlos vorbei. Aber er hätte, glaube ich, eh nicht viel ausrichten können. Also, man muss bedenken, XPG kann dazukommen, aber er ist halt wirklich so mana-los. Außerdem bei besagtem Blue gerade. Die Reichweite von TF ist ja auch nicht mehr die alte. Wir sind uns an die glorreichen Tage als Twisted Fate über die ganze Karte fliegen konnte. Oder als Twisted Fate auf Level 1 über die ganze Karte fliegen konnte. Das war aber schon davor Beta. Das war richtig bitter. Schön Level 1 E in den Busch, Teleport von den anderen hinterher, 5 Mann. Oha. 5 Mann brauchen sie aber nicht. Der Drache hat nochmal sein Letzte gegeben und alle weggestoßen. Ja. 5 Mann wurden aber für diesen Drachen nicht mehr benötigt, also 3 Mann nur. Erster Drache somit für Origin. Das obwohl Rocket die Callister hat. Also normalerweise will man ja mit Callister die Drachenpräsenz eigentlich etablieren. Diesmal aber nicht möglich. Durchschnittszeit auch gerade absurd, ne? 12 Minuten knapp bei Origin. 19 bei Rocket. Ja. Die Anzahl war auch einer mehr. So war sogar die 10. Minute. Oh, die Windball! Das war die falsche Richtung. Jankos, vielleicht war es auch ein Bait. Das ist ein sehr seltsamer Bait. Stellt man sich vor, er hätte sie auch nicht platziert bezogen auf den Schaden und dann noch die Eröffnung wagen können. Also, sie hätten ihn in der Luft zerfetzt. Ja, definitiv. Vor allem, dann trifft ja automatisch auch der Speer und als Twisted Face hast du standgemäß keine Resistenzen. Jetzt aber erstmal der Fisch hat getroffen. Ult kommt jetzt raus. Jetzt kommt die offensive Variante. Shen ist zur Oh, Wanda? Wanda ist Panik-Wanda. Wanda ist zwar Level 5, aber Source hatte keinen E, hatte keine Ult. Und mit den Items bezweifle ich, dass sowas in der Lage gewesen wäre, einen Alistar zu one-shotten, aber sicher ist sicher, nehme ich mal an. Ja, die Panic Flashes werden immer wieder ausgepackt, amazing. Erster zur Stelle, der Double Knockup kommt der oder nur X-Pack geht, die Karte sitzt und die Welle des Todes ging daneben. Beide Skillshots hier gedodged. So ist halt, er muss aber auch beide dodgen, weil wenn einer von beiden trifft, dann kann das schon tödlich enden. Schaden ist definitiv ziemlich hoch. Und das Spiel ist sehr, sehr ausgeglichen. Beide Teams spielen nahezu identisch. Origin mit einem hauchdünnen CS-Vorteil. Jetzt erstmal Steve gefährdet, hat kein Flash, sowas traut sich aber nicht dran. Ja, hat nichts zur Verfügung. Ja, hat einfach nichts. Hat Ignite aber mit den Items. Oh, X-Packy jetzt erstmal wird hier engaged, aber... Ganz schön schön, er hat gewartet, richtig gut gemacht hier. Der ist ja nur gar noch einen Schritt nach vorne gegangen. Er hat gebaitet, er hat seinen Auto-Attack gecancelt, sodass die Wall kommt, ist dann durch die Wall gelaufen. Richtig schön. Oh, Steve! Steve kommt hinterher, aber ist das ein Vorteil, meine ich? Die Sperre werden immer dünner, habe ich das Gefühl. Ja, vor 3 Patches hätte er ja noch getroffen. Aber not today. Ja, Jankos, lediglich mit einem Assist bisher belohnt. Mehr ist nicht drin, Nuke Duck. Ja, Q. Oh, und jetzt die Gold Card. Konnte er dich verhindern? Das muss auch ein Point sein später, weil später bist du nämlich halbtot oder so ein Ding. Ja. Später mit Lich Bane Full Item Build, da ist es over. Er geht ja wahrscheinlich standardgemäß auch nicht auf Magieresistenz. Und jetzt aber erstmal der Mitteturm hier ein bisschen in Gefahr. Runewave schon vollendet für Jankos. Kann man aber noch verteidigen. Ja. Also es ist wirklich so sehr, sehr rotationslastig. Man bemüht sich, die ein oder anderen Plays in der Mitte zu machen. Es sind ja bereits 2 Türme gefallen und deshalb auch die Entscheidung von Mr. Reddit richtig. Der in der Mitte fehlt noch. Ab zu denen in der Mitte. So, es können sie nicht weiter unter Druck setzen. Aber es ist halt auch ein riesen Nachteil, dass man jetzt auch Steve wieder hinschickt. So, jetzt geht es in die Base. Und Steve muss jetzt gucken, wie er die nächste Welle so manipuliert, dass sie in seine Richtung pusht. Man hat schon den Vorteil über den Kanonenvasal. Tank ein kleines bisschen. Wow, ich hätte gedacht, dass er es jetzt zu sich zieht. Und nicht dagegen drückt. Wenn wir mal auf die Items schauen, dann macht hier Steve wieder den Source-Item-Build. Nukedeck hat schon sein Static fertig und Mr. Ralls ist schon sein Blade. Ist natürlich komplett schuhlos. Aber bisher, eigentlich Rocket ziemlich gut dabei. Sind knappe 1000 Gold hin, einfach wegen den CS-Unterschieden auf der Top-Lane und auf der AD-Carry-Position. Aber das ist absolut vertretbar. Es ist ein sehr ruhiges Game bisher. Beide Teams sind sehr ähnlich im Und. Das war ein Crit. Das war ein bisschen unruhig. Jetzt hier Nuketag dabei, sich zurückzuziehen. Für sein Glück hier so viele Vasallen zur Stelle. Steve, der kommt ja nochmal dazu. Aber auch Miffy zur Stelle. Es verspotten sitzt. Und Nuketag kann nur den Tod seines Teamkollegen mit anschauen. Oh, der Damage gecancelt. Das war super stark gemacht. Das Q nicht abbekommen. Steve. Na, das ist ein Monster. Das war on point. Wow. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, geschuldet einfach dem Fakt, dass Soas seinen Fisch komplett daneben gekloppt hat. Sonst hätte auch dieses schöne Play von Steve nicht mehr gerettet. Aber wirklich gut gemacht, so. Also relativ gut getradet.
mehrere Ults raus, Ghost für X-Packe raus, Ignite raus für nur ein Flash. Weil die sind ja alle weggegangen, ne? Das ist ja das Krasse. Ah, der ist sicher. Ja. Wir geben ihn dir. Und Steve out-Steve sie einfach. Nuke Dirk lernt aber nicht aus Fehlern, bleibt trotzdem auf der Bot-Lane und er hat keinen Escape. Na? Und sein Schicksal ist gesprochen. Er hat noch seine Windwall, wartet auf X-Packe, der hält die Karte so lange, wie es nur möglich ist. Jetzt flasht er direkt in sein Gesicht. Es ist, ich muss sagen, weil vier Mann da waren, fand ich es übertrieben. Weil die Windwall hätte ihn nicht gerettet. Mithy war zur Stelle. Amazing war ebenfalls da. Jetzt nur die Pause. Es war ein bisschen... Also die Pause kam instant nach dem Kill. Das heißt, wahrscheinlich hat das irgendwas mit Nuke Dirk zu tun gehabt. Der dreht sich hier auch um. Er hat kurz gesidesteppt, also er hat sich kurz umgedreht. Ich dachte eigentlich, dass es ein Bait sein soll, damit er die Karte blocken kann. Aber anscheinend war es keine Absicht, so wie es aussah. Nuke Dirk ist ja nach wie vor mein Frisurenvorbild. Stand. Die schickste Version eines Menschen. Naja, da ist er. Doch immer länger. Ja, das ist halt. Das, du musst ja so vorstellen, wie kurvenreich das auch ist. Ne? Das kriege ich ja bei mir nicht hin. Ja? Ich habe Kurven. Gib ich zu. Aber es ist noch kein Nuke Dirk. Oha. Schade. Die Hand, die kam ganz silent. Na gut. Kurze Pause. Trotzdem. Es ist egal, der war von vier Mann betütelt. Aber jetzt Pause. Also es ist natürlich klar, dass Probleme gefixt werden müssen. Das ist das eine. Ja, war bei Nuke Dirk. Aber der sagt ihm jetzt auch, entweder du schneidest dir die Haare oder du spielst es ordentlich. Ja? Er dreht sich um. Nee, ich will nicht. Ich sag's noch einmal. Ich sitze die sind zu lang. Okay, geh jetzt. Die sind nicht zu lang. Geh zur Seite. Ja, das juckt. Ich kenne das ja. Ich hatte ja schon mal dreimal so lange wie er. Einmal so dick. Ich habe wirklich buschelige Haare. Ja. Na? Oben oder unten? Überall. Unten ja. Und oben ja, nein. Oben nein. Ja. Das ist die klassische WLAP-Antwort. Na gut. Wir haben nochmal die Statistik. Eieiei. Das ist einfach. Oha, Soas hat Sonnenbrand, aber wie? Nein, das ist einfach nur Soas. Sicher? Soas ist Sonnenbrand. Ja, dann musst du bedenken, die trainieren ja auf einer Insel. Machen sie momentan, glaube ich, nicht, weil sie haben einen 90er-Ping da. Oha. Spielen ja auf den Kanarischen Inseln. Da hast du einen 90er-Ping. Da sind die Möwen sehr aktiv. Die haben ja alle Wi-Fi. Das belastet. Ja. Die haben ja diese kleinen Chips, die werden nicht mehr geordert. Jetzt macht er Knoten rein. Oh, oh, oh. Ja, damit es kürzer aussieht. Das mache ich auch immer. Nicht funktioniert. Kennst du Georgie? Ey, das kannst du gar nicht, Georgie ist 100 Jahre alt. Bei Georgie, das ist so ein Trickfilm, mit einem Mädchen, was irgendwann zur Frau wird. Ja? Auch in der Serie. Und da war ein Dude, in den er verschossen, der hat auch solche Haare gehabt. Also ein Emo-Haar. Ja, blond. Hatte ich auch mal. Brutal blond. Ja, so hier. Und ich wollte dann, bei erste, zweite Klasse, wollte ich auch so eine Frise haben. Na gut, weiter geht's. Ja, ihr merkt, das ist ein brutaler Beauty-Channel hier. Nuke Dirk tot. Kein Flash, keine Barrier. Nichts benutzt, weil gegen vier Mann kannst du eh vergessen. Die globale Präsenz, über die wir gesprochen haben, ist da. Ja, im Chat wird's negiert, wird gesagt, Töte Fake Ulti, ich gar nicht global. Ja. Er ist aber trotzdem auf der Karte ziemlich mobil. Ja, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem Heimerdinger vergleicht. Ja, ja, Wexile Ulti ist auch nicht global, wenn man nicht überall auf der Karte Tunnel hat. Ja, und Shen ist auch nicht global, weil wenn dein Verbündeter nicht im Nexus steht, kannst du nicht zum Nexus. Global ist einfach nur ein Mischbegriff quasi für Ults, die auf der Karte Druck machen. Und ja. Da ist TF auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Genauso wie Shen. Beide jetzt auf dem Weg zur Top-Lane. Steve hat keinen Flash, hat aber den Ward. Die Frage ist, ob das noch reicht. X-Packer hat schon viel Movement-Speed und... Er hat nur die normalen Schuhe mit. Trifft. Was? What? Also, vielleicht sehen sie und wissen sie mehr als wir, aber man hat drei Mann auf der Karte gesehen. Den einzigen, den man nicht gesehen hat, ist Bender. Und ob er so brutal ist, das wüsste ich jetzt persönlich nicht. Sehr... Also, es ist okay, er spielt vorsichtig. Den Maokai zu töten dauert ja auch eine gewisse Zeit. Er hat ja wieder dieses Soas-Bild. Das ist so interessant, ne? Er holt sich alle Teil-Items. Das ist der Wahnsinn. Kann damit also wirklich gut arbeiten. Bin gespannt. Wie sie das machen wollen. So, push jetzt hier in der Midlane, so ein bisschen von Origin, aber Rocket ist rechtzeitig da.
Daralis musste sich gegenüber Nils schon ganz schön stark in den CS geschlagen geben. Fast 30 Farben hinten. Und auch Soas kann sich wieder nach vorne befördern, was absolut verständlich ist. Dafür geht Rocket jetzt den Drachen an und Nils bisher in keiner guten Position. Vielleicht könnte hier der Spiel erfolgen. Nein. Ist nicht die Wildcards passiert wäre. Origin so ein bisschen geschlafen, muss man aber ehrlich sagen. Aber Miffy, jetzt der 5-Mann-Superton. Aber es sind nur 3 und er fällt sofort. Ja, sehr interessante Entscheidung. Wir nennen es auch ja den Wulheit. Ja. Klären wir das. So, na. Ein bisschen. Also er hatte Flash, er hätte Flash, ne? Flash, Taunt, Megaton. Er hat unten durchflashen, dann wäre er noch safe. Jetzt der Jasmo-Ultra-Gage. Der ist sofort gefallen. Das hat funktioniert. Nuketag schlitzt sich da durch. Mehrere Leute sterben. Keine Shen-Ultimate. Er ist in wenigen Sekunden zur Verfügung. Amazing. Kommt mit dem Tunnel eventuell noch weg. Jetzt Miffy wieder bei. Und wo ist die Shen-Ult? Wo ist die Ult? Nein, er benutzt sie nicht. Miffy, wach auf. Meine Güte. Das sind 300 Schild, die du am Anfang hast. Und er hat sogar Exhaust dann. Das wäre vielleicht sogar Jankos tot gewesen. Ja, wahrscheinlich war das voll. Ihr habt mir gerade nicht geholfen. Ich habe keine Ult. Mann, ey. Gut, aber die Eröffnung war nicht schlecht. Zack. Schön. Von Nuketag mit dem Flash-Q. Mit dem Speer vor allen Dingen. Der arme X-Packe gestorben. Auch schöne Kalista-Ultimate, um wirklich jeden hier bei Bedarf zu retten. Aber das verstört mich. Ja. Jetzt kann er zwar hier in die Midlane pushen, aber hier, er war wieder da. Er ist jetzt wieder da. Klar, die Katze tut er, aber guckt euch mal, wie knapp das war. Er hätte niemals so viel Schaden gemacht. Aber nein, der Miffy. Miffy schläft. Ich muss ja sagen, ich spiele zurzeit sehr gerne Shen. Ne? Die nächsten Leute, die nächsten Gameplays, die ich hochlade, sind alles Shen-Spiele, okay? Und ich freue mich richtig, wenn ich die Ulti habe. Ich freue mich übelst zur Sorte, weil ich dann denke, jetzt will ich jemanden retten. Ah, Miffy. Ja, es ist einfach Gerechtigkeit. Also, wenn dir dein Team nicht hilft, dann sollst du dem Team auch nicht helfen. Sehr erwachsen. Ja. Naja. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er zum Soas, Nuketag. Das ist globale Präsenz. Ja, aber von Jules war halt völlig umsonst. Nein, er hat Assist. Nice. Ja. Aber hat das Okkult nicht im Inventar? Noch nicht. Darf jetzt aber der Push auf der Botlane? Man darf ja nicht vergessen, der Vorteil ist nicht nur, dass man ein Schild gibt, sondern man ist ja auch physisch da. Das heißt, der Turm wird sich darüber nicht freuen. Ich specke schon mit einiges an Push-Potenzial da, aber den zu fressen, das könnte jetzt hier der Grund sein, warum oh, den schöner Knockup, ja, so was für ein Ding. Wender macht das super gut. Der Taunt bringt hier fast seinen eigenen um. Miffy nun super low, Steve nimmt ihn locker mit und Rocket. Die schlagen zurück, schon wieder zwei Leute abgerissen. X-Packe stirbt mit Flash. Aber das ohne Yasuo. Also stell dir mal vor, dieser Engage mit Yasuo. Er war ja leider tot, aber... Kalista, Knockup, GG. Du hast wirklich, mit Kalista hast du eine Yasuo-Engage-Kombo auf Befehl. Auf unglaublich hoher Reichweite. Vor allen Dingen, wenn Mr. Red sogar reinflasht. Flash und boom. Na, das ist super. Kann man mitarbeiten. Einzige, der wirklich keine Knockups geben kann, ist Jankos im Prinzip. Und wenn die anderen das können, reicht das, denke ich, für einen Yasuo in der Regel aus. Zack, Hasagi. Na, die Vasallen haben natürlich keinen Bock auf diesen Spruch. Sterben da sehr, sehr schnell. Und wir haben jetzt auch auf Jankos bald das Höllenzepter. Ist nicht schlecht, denn Soas und Specke machen trotzdem 4 AP-Schaden. Soas ist eine gesunde Mischung aus beidem. Er unterstützt sein Team aber jetzt nicht massiv. Steve ein bisschen. Und auch Nuketag Static wird stärker, aber das war's auch. Ja, generell, dadurch, dass Nuketag jetzt bisher noch keinen Kill hat und so oft gestorben ist. Er hat zwar guten Farm, aber seine Items sind brutal teuer. Ne? Infinity Edge ist so ein teures Item. Und er geht jetzt sogar auf Longsword, hat Double Dorans, das verzögert sein Infinity Edge brutal. Und du brauchst Infinity Edge Static, um wirklich effizient zu sein. Davor ist es ein Glücksspiel. Du hast zwar viel Crit-Chance, aber es kann passieren, wenn du Pech hast, dass drei Crews miteinander nicht critten. Und als Assassin, der du ja bist, ist es viel entscheidender, dass deine Sachen alle critten. Weil als AD Carry, gut, du bist sowieso hinten. Du kriegst höchstens den Kill nicht, aber wenn du als Assassin nicht crittest, dann bist du tot. Ja, das erfüllst du auch deinen Job nicht. Weil der AD Carry wird ja meistens bedroht und muss auf das feuern, was ihm gerade vor die Flinte kommt oder vor die Kleve. Und, ja, oha, Jankos. Der wäre hier beinahe nicht mehr rausgekommen. In der Wand, verharrt. Remake. Ist da das Hashtag. Origin muss sich langsam aber sicher so ein bisschen zusammenreißen. Sie sind zwar immer noch relativ gut im Spiel, aber die Power Spikes von Rocket sind jetzt langsam aber sicher da. Jankos hat seinen Höllenzepter fertig, Mistralis hat Runans, auch Steve hat jetzt die ersten Resistenz-Items und Nils
Hey, der muss noch lange auf sein zweites Crit-Item warten. Aurix Pecke steuert zwar auf Lichbane zu, wird es aber noch einige Zeit nicht haben und... Der 2000 Gold-Vorteil von Rocket ist definitiv noch verhalten. Das haben wir heute mehrmals gesehen, dass es darum überhaupt nicht geht. Wobei die Teamcoms meiner Meinung nach hier sehr ausgeglichen sind. In den ersten zwei Spielen heute, oder in den ersten drei Spielen, ja, waren die Teamcoms ziemlich eindeutig. Also es war eindeutig, wer die bessere hatte. Ja. Und obwohl Origin hier die Möglichkeit hat, global zuzuschlagen, ist Rocket irgendwie zu Fuß trotzdem immer schneller da und kann die Kämpfe härter auslösen. Also wir haben glaube ich das Problem auf Origins Seite, dass ihre Engage nicht so der krasseste ist. Also sie können sehr schnell sein, aber wenn der Fisch verfehlt, wenn der Taunt verfehlt, das sind alles so Skillshots, die Probleme bereiten können. Und ja, X-Pack ist Gold Card. Das ist ein gewisser unangenehmer Punkt, aber solange Nidoqqa nicht schläft, ist es kein Problem. Hat sich jetzt auch Merkurs geholt. Wenn er die Karte nicht blocken kann, dann wird er wenigstens weniger davon gestunt werden. Wobei ich fast glaube, wenn er gestunt wird, ist er sowieso tot. Also ich weiß nicht, wie viel das Sinn macht. Er hat zwar jetzt ein bisschen Magieresistenz und X-Pack wird noch lange keine Durchdringung haben. Also in dem Sinn macht es Sinn. Aber ja, mal schauen. Herr Wavy, der ist auch total absurd. Das macht Nuketag nicht schlecht. Ja, aus dieser mittleren Reichweite sieht aus, aber der Fluchhörst da geht oder wenigstens das Vampirische dazwischen packt. Wie gesagt, Klinge der Unendlichkeit ist fast unbezahlbar. Und vom Farm her ist er okay dabei mit 200 in der 22. Minute, aber er ist ein X-Pack unterlegen aufgrund der Passive. Die ist natürlich super, super, super stark. Ah, hat jetzt ungefähr. Okay, fast schon. Oder hat schon 1000 Gold extra wahrscheinlich dadurch. Das ist ein unangenehmer Punkt. Ja, Fluch des Liches wird jetzt hier mit einzelnen Karten wirklich sehr, sehr, sehr viel Schaden ganz anrichten können. Rache wird jetzt auch von Nuketag komplett allein gemacht. Das ist der Vorteil an dem vampirischen Scepter, das er hier hat. Man sieht wirklich die Zahlen, die heilen ihn gigantisch. Er wird jetzt gespottet, aber es ist zu spät. Zweiter Drache geht damit an Rocket und Nuketag ist in Sicherheit. Oha. Specke währenddessen. Nee. Schöner Gap-Job. Super effektiv hier. Sogar auf den Ward geportet, also selbst das hat. Und nicht mal das Ganze bekommen. Also wirklich nur zur Sicht. Er kann sich halt im 1 gegen 1 nicht gegen Nuketag behaupten. Er braucht immer wieder die Unterstützung seines Teams. Und gerade wenn Nuketag weiß, wo er als nächstes auftaucht, ist es over. Ja, dann wird er ihn on point perfekt hochwerfen können. Und die Windwall ist natürlich auch sofort zur Stelle. Und damit hast du keine Möglichkeit, ordentlich zu arbeiten und zu agieren. Ja. Wir sind nun mit der Ultimate am Start, ne? Schon seit längerem, aber das heißt nichts. Und hier ist auch wieder die Sache, dass bisher beide Teams ihre Power Spikes nicht wirklich effektiv genutzt haben. Die einzigen Aggressionen sind durch so sehr kuriose Sachen eigentlich entstanden. So kleine Catches, teilweise Engages von einfach offensichtlichen Kalister Ults etc. Oder einfach keine guten Shen Ults oder Shen Engages generell. Und wenn diese, also im Prinzip jeder Kill ist bisher durch einen Fehler entstanden und dadurch, dass jetzt beide Teams relativ wenig Fehler machen, sehen wir hier auch wirklich kaum Aggression. Das ist ein bisschen einschläfernd, aber man darf nicht vergessen, es geht hier für Rocket noch um alles. Ja, Origin ist einfach safe. Ah, sie sind definitiv schon mal im Halbfinale, an diesem Platz kann man nicht rütteln und Rocket möchte natürlich ein gutes Seeding am Ende haben. Hier haben wir die Auswahl, eventuell H2K oder Unicorns of Love. Beides keine schönen Gegner, muss ich sagen. Hörnzepter nun fertig für Jankos? Er kann damit mit Schaden porzen, hat auch hier nochmal die, ja, die magische, den magischen Trank am Start, den Blauen. Ist damit in der Lage, seine EP-Werte dramatisch zu erhöhen. Kann damit natürlich gut punkten. Noch einen guten Farmabstand zu Amazing, aber bei ihm ist das halt auch egal, weil sein Item kostet im Vergleich nichts. Specky kann hier auch den Turm alleine halten, das ist ja der große Vorteil vom dem starken Wave, den er in Twisted Fate hat. Kommt raus. Jetzt bemüht man sich vielleicht, jemanden zu erwischen. Jetzt ist ein bisschen alleine Steve, aber ebenfalls. Der hält das aber noch aus. Also der ist wirklich tanky ohne Ende. Oh, wieder schön gemacht. Und so, es kann aber die Tower-Aggro lösen. Jetzt kommt die Spegel dazu, möchte dem Ganzen ein Ende bereiten. Hat er sogar die Tower-Aggro genommen. Also das globale Team wieder am Start. Jankos betäubt, halbiert. Meine Güte, der Schaden ist groß. Also massiver Aufwand, um Steve zu töten. Aber wieder wirklich gut gespielt von Steve. Hat er das Beste rausgeholt. Im 1 gegen 2 so lange überlebt. Selbst X-Packe fast noch mit abgeholt. Also wirklich wieder den Flash benutzt, um den Kugel zu dodgen. Jetzt erstmal Nils hier. Muss die Ult zünden. Wobei fast eigentlich das Schild ausgereicht hat. Also alles. Der macht kurz einen Prozess mit dem Tower. Das hat sich für Rocket gelohnt, dass sich drei Mann
Also die Komposition funktioniert so, dass man jederzeit in Überzahl ist, aber hat sich überhaupt nicht gelohnt. Steve hat auch noch seinen Teleport, kann also ebenfalls noch auf Gegebenheiten reagieren und Dubaf jetzt ebenfalls nochmal gemobst. Sieht gar nicht so schlecht aus für Rocket. Rocket ist ja wirklich gut im Spiel, also könnte heute der Tag der Underdogs werden. Natürlich, man darf nicht vergessen, Origin ist alles andere als aus dem Spiel. Es ist nur 2000 Gold Unterschied und Nils hat jetzt langsam aber sicher Item Source, geht auch immer weiter in Richtung Blade und X-Packes AP-Werte gehen auch in unschöne Richtung. Aber Rocket ist wirklich gut aufgestellt bisher. Maokai ist super tanky bisher. Und vor allen Dingen punktgenau, das darf man niemals unterschätzen. Er hat zwar ein sehr interessantes Bild, dass er weder auf Rot noch auf Glory geht. Er geht wirklich dieses uralte Bild, wo er einfach nur Full Tank baut. Auch kein Katalysator für den Sustain. Heißt natürlich, dass er direkt mehr Kampfstats hat. Bei Katalysator bringt sie sehr viel Mana und Sustain, der dir in einem Engage nichts bringt. Nicht direkt, ja. Wenn du Lucky Level aufstieg hast, dann kannst du ein paar Sachen entgehen. Aber eigentlich völlig nutzlos. Und hier hat er zwei Items gewählt, die ihm direkt Unterstützung geben. Und nach dem Nerf von der redlichen Pracht und dem indirekten Nerf auch an dem Stab der Zeitalter. Das war billiger geworden, aber du hast weniger Leben am Ende. Zwar mehr Schaden, mehr Mana. Das ist aber nicht die Aufgabe eines Maokai. Er freut sich bei mehr Schaden, das ist klar. Aber er will tanken. X-Packe nun bedroht, durch die Gegend geschubst. Jetzt ist er gegen 3 gegen 1 und verliert die Situation gnadenlos. Steve nur mit dem Homeguard dabei, aber trotzdem zu langsam. Auch die Top-Lane wird von Nuke da gehalten, im Prinzip gegen 2. Aber kein gutes Positioning hier von Origin. Das könnte vielleicht heißen, dass sich Rocket jetzt sogar in Richtung Baron bewegt. Sieht ganz danach aus. 4 Mann, geschlossene Einheit. Der Damage mit Yasuo und Kalista ist definitiv da. Vision wird jetzt geklärt. Krabbe wird sich auch geschnappt und der Baron wird noch nicht angefangen. Oh, man will hier Trapper, aber man sieht den Ward nicht. Na, ah, das ist bitter. Oh Gott. Das ist so eine Situation, wo Origin wahrscheinlich denkt, oh Gott, was für Lappen. Ach, verstecken sich da, aber wir können sie sehen. Nutzen aber die Situation. Können sie gar nicht. Top Lane ist zwar immer wieder so rausgepusht, aber das ist wirklich eine gefährliche Zone da. Mazing hält sich da gern auf, weil er hat die Tunnel bei Bedarf. Channeling-Zeit kann zwar unterbrochen werden, aber es ist doch recht kurz, wenn man schon übersteht. Definitiv. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr langsam geworden. Rocket. Wir sind in Europa. Wir sind in Europa. Vielleicht nehmen die Uhren ein Drittel der Geschwindigkeit. Source sollte jetzt demnächst sein Blade Destroying King fertig haben. Farmt jetzt hier auch noch fleißig. Ist wieder ein Stück vor Steve, aber Steve kann das mit den Assists und den Kills ganz gut kompensieren. Hat jetzt auch schon Frozen Heart, sollte ihn weiter gegen Source stärken. Drache jetzt aber in 5 Sekunden da. Steve kein Teleport. Source aber schon. Dafür Amazing auch in keiner guten Position. Und die Krabbe liegt bei Rocket. Sie sind in einer guten Position, um sich jetzt hier den nächsten Draht zu sichern. Wollen vielleicht aber eher den Engage wagen. Weil momentan sind sie gut aufgestellt. Infinity Edge jetzt auch vollendet für Nuke Duck. Der hat jetzt einen gigantischen Power Spike. Ja, mit dem muss er jetzt zwingend arbeiten. Also sollte Vendor irgendwie mit der Kalista Ultimate sich wirklich tief in die gegnerischen Gefilde rein katapultieren können, dann wird das sehr unangenehm. Das war ein ziemlich schneller Steve. Man kümmert sich um Miffy, denn seine Ultimate hilft ihm gar nicht. Wurde trotzdem abgerissen von Jankos. Der Fisch nun auch verwendet. Er hat noch Flash. Ja, aber er ist halt ganz schön müde. Miffy ist eigentlich so ein starker Supporter. Wir haben ihn am Anfang in den ersten Wochen so hardcore gelobt. Das ist ein unnormal starker Spieler. Mir kam so vor, als ob er auch Alistar erfunden hat. Ja. Als Supporter, den nur gezockt und das mit brutalstem Erfolg, der sich vor 2 Monaten knapp erinnern kann. Aber jetzt ist es wirklich schon sehr, sehr seltsam, was er zusammen zockt. Und dadurch, dass er jetzt tot ist und Steve, beziehungsweise Source ist in der Midlane, das macht er wirklich gut, weil Rocket konnte sich den Turm sowieso sichern. Source hat keinen Wave Clear, aber sie müssen jetzt in die Basis, weil der Inhibitor-Turm ist noch zu früh. Und Source antwortet mit dem Turm, das hat er wirklich gut gemacht. Also trotz Unterzahlsituation und trotz Nachteil, 3000 Gold, ist Source hier in der Lage gewesen, den Zweiturm in der Midlane abzureißen. Er ist aber geblieben gemacht. Und das ungefähr 100 Jahre, also er wird jetzt eingekreist werden. Ja, aber er wird wahrscheinlich über die Baron Wall springen. Da war schon fast knapp werden. Nee, er wird safe sein. Okay. Na, Trinity Force erhöht ja die Laufgeschwindigkeit auch massiv. Ein Fist zu chasen ist immer sehr riskant. Er hat zwar keinen Flash, aber... The playful. Ja. Es ist einfacher mit Fist zu outplayen, als ein Fist zu outplayen quasi. Und ja. Selbst die besten Spieler können nicht wirklich viel dagegen machen. Er ist derjenige, der
die Fäden in der Hand hat, mehr oder weniger. Genau. Ich denke, so eine Strategie ist ähnlich wie X-Pegasy sie selbst gewählt hat, dass man Fizz ins Gesicht flasht und dann betäubt in irgendeiner Form. Ja. Ja, den weil jetzt die Reaktionszeit einfach nicht gegeben ist. Ja, das kann halt sein. Na gut, bezogen auf die Gegenstände sieht es halt so aus, dass jeder so 2,5 hat. Bei X-Pegasy natürlich der Unterschied, er hat den gleichen Farm, aber die Passive, wie gesagt, die reißt nochmal alles raus. Nils auch sehr gut am Start mit 40 Farm mehr, aber 3 Kills weniger. Seine Items. Und er ist halt kritlos. Es kann halt sein, dass Nils hat jetzt 55% Crit. Ja. Und das ist halt einfach nur Tox. Außer er hat Crit Run. Außer er hat Crit Run drin, ne? Und wenn er Hyonin heißt, hat er genau 100 dann. Dann hat er Sieg's Harbringer. Ja. Kommt übrigens am Samstag wieder zu. Nice. Voraussichtlich. Samstag oder Sonntag? Wie schnell ich bin. Gut. Wendor, der Tunnel King. Ja, zerstört hier eins nach dem anderen. Kriegt natürlich auch entsprechendes Gold dazu. Hat auch gute Stats. Jetzt 0-1-8. Steve hat keine Lust. Oh, Steve entscheidet sich jetzt für Righteous Glory. Ja, ein bisschen Engaged ist auch nicht schlecht, oder? War so verspätet, den Katalysator zu bauen. Hätte ich eigentlich gedacht, dass das früher Sinn machen würde. Für eben die Lane-Präsenz mit dem Heal. Aber die Lane gab es ja nie richtig. Das stimmt. Es ist okay, denke ich. Und er hat noch 4 Level vor sich. Also sie brauchen Engage. Sie haben zwar diese Callister-Alistair-Kombo zusammen mit Yasuo gepaart, aber das mit einem Righteous Glory nochmal kombinieren und da hilft doch X-Packers Ghost nicht. Er hat ja. Jetzt aber Sonyas, das heißt, er wird den Knock-Up überleben können. Ich denke auch, dass trotzdem die Eröffnung von Wender die beste ist. Wir haben ja im letzten Spiel beobachten können. Talisman, redliche Pracht, das ist halt on der Hand super ähnlich von Nils. Also man countert sich da gegenseitig und Flash-Countern. Es geht halt nur über schnelle Reaktionen und das klappt halt nicht immer. Waren auf Command auch bereits schon benutzt von Miffy, der das Ding jetzt zusammengebaut. Es ist immer wirklich für die Augen, du kriegst halt einfach die epischste Krankheit, wenn du einen Codex bei einem Shen im Gepäck siehst, aber man sieht's. Das Ding ist da und Steve muss das Ding auto-attacken. Und er gibt den Turm auf, wow. Das ist jetzt aber riskant, ne, weil Yasuo, Kalista, die zerstören den Baron. Aber die TF-Ult ist natürlich nicht nur zum Teleporten da, sondern bringt auch Vision. Bringt jetzt Rocket vor allem auch dazu, den Baron aufzuhören. Und Source weiterhin auf der Botlane. Er wird aber gegen Steve nicht in der Lage sein, den Turm zu holen. Er kann Steve zwar klein halten, Steve wird Source nicht engagen können. Aber den Turm, den kann er ohne weiteres verteidigen. Es sei denn, X-Packe ist am Start. Banner of Command. Aber Wender ist ebenfalls dabei. Also sie haben PCC zur Verfügung. Der Fisch nun auf Steve. Er hat die Ultimate nicht aktivieren können. Die Red Card! Die genügt nicht, somit der Knock-Up und er übersteht das, was man von X-Packe nicht sagen kann. Oh, Red Card. Also man muss dazu sagen, Blue hätte ihn getötet und die Goldene natürlich betäubt. Wobei, vielleicht wäre er bei der Blue Card in der Lage gewesen, den Kut zu dodgen. Also ich glaube, es sollte die Stun-Card werden, war nur leider nicht die richtige Entscheidung von X-Packe. Aber der wäre ja tot gewesen. Steve hatte nur ein Leben oder so. Ja. Der war wirklich super low und Blue macht ja ein kleines bisschen mehr Schaden. Aber ich weiß nicht, hat X-Packe am Ende noch den Kut getroffen? Ich glaube schon. Konnte ich jetzt nicht genau sagen. Da ist eben der Punkt. Hätte er die Blue Card gemacht, hätte Steve besser Möglichkeiten gehabt, den Q zu dodgen. Also. Heißt jetzt aber auf jeden Fall, X-Packe ist erstmal für 10 Sekunden aus dem Gefecht und der Baron wird keine 10 Sekunden mehr überleben. Ja, ich sehe Teleport kommt jetzt raus von schlecht. Steve. Miffy nun vom Speer getroffen. Jank. Oh, Steve! Wieder gut dabei. Mit dem Dritten der Fisch. Und mehrere Leute, der Knock-Up ist down. Yasuo rasiert. Keine Chance. So ist ebenfalls aufgeschlitzt direkt von seinem Kontrahenten Steve. Der hat sich da den Revanche-Kill gegönnt. Und erneut. Der Baron, Leute, wird er angegangen oder nicht? Na, hier wurde gerade fast ein Backcall angegeben. Nun ziehen sie aber durch. Mit Kalista sollte das kein Problem sein. Man hat hier Smite zur Verfügung und auch der Schaden von Nuke Duck. Sollte nicht unterschätzt werden. Er krippelt den Baron buchstäblich weg. Das war's. Miffy. Die ist einfach nur nervig. Oh, das geht nicht mehr, mein Freund. Wow, das war friedlich. Naja, weil die Sache ist, hätte Mr. Rales den Pot abgebrochen, wäre Miffy einfach weggerannt. Und wäre Miffy engaged, dann wäre er tot. Das war schön. Man kann auch mal eine friedliche Partie mit Miffy spielen. Du musst nicht immer nur töten. Kann auch mal Flöte spielen. Was der Suhr ja bekanntlich als Main-Hobby hat. Nun aber Wender zur Stelle. Der Drache. Oh, ich bin gekommen mit dem Flash nochmal davon. Red Card wieder hinterher. Das Smite sitzt. Es ist der vierte Drache. Rocket macht hier Origin gerade fertig und
Das ist nicht gut. In dem Sinne, dass man natürlich dieses Team im Halbfinale bereits sieht. Wir müssen da vorsichtig sein. Ja, und vor allem noch viel mehr macht Rocket hier gerade Elements fertig. Weil wenn Rocket das Spiel für sich entscheiden kann, dann ist Elements nicht in den Playoffs. Und dann hat Elements ihre kleine Chance, ihre sehr kleine Chance auf die Worlds auch verspielt. Ja. Zack, der Fußball. Der rennt da einen hinterher. Hier nur der Ruhengleben-Effekt auch am Turm zu beobachten. Jinkos Schaden da trotzdem sehr unangenehm. Der liebe Turm wird auch locker draufgehen. Und da hinten sehen wir es wieder. Katapulte, die nach Gondor gezogen werden. Wird jetzt aber abgerissen. Dauert zwar ein paar Tage. Aber es klappt. Run of Command. Immer beliebter. Gerade im Late Game. Ja. Run of Command. Wirklich gutes Potenzial. Und auch hier hat Rocket wieder sehr, sehr wenig ranged AD-Schaden, um gegen diese Banner irgendwas zu machen. Origin meine ich natürlich. Sie haben die CVQ, ja, aber die hat unglaublich hohen Cooldown. Auf der anderen Seite Rocket auch nicht, aber bisher ist ja Rocket das Team, was sich den Baron sichern konnte. Und die Baron-Kommando-Banner-Kombination ist noch viel, viel schlimmer. Mal sehen, was denn. Der Typ ist tanky, keine Frage, bis dann Mr. Radis kommt. Dann ist es over. Ja, vor normal. Also man kann die natürlich nicht komplett machen. Das wäre ein bisschen game-breaking. Überbalanced. Oh. Ich einfach keinen Schaden, ne? Von nichts. Zieht es euch. Naja, aber gut, können Sie sagen, die sind komplett immun, aber halten dafür nur 30 Sekunden. Oder? Die sind einfach unsterblich und du musst dann das Game finishen, bevor die es finishen. Ja. Vor deinen Toren steht. Ja, das wäre sehr unangenehm. Ja, danke, dass du nichts erzählt hast, bevor ich einfach niesen wollte. Alles klar. Sola erkennt die Signale eines Casters, wenn er den Ton ausmacht und heult und Luft holt. Die Sache ist, hätte ich jetzt geredet, dann hätte man den Nisa gehört. Den hat man ja eh gehört. Nein. Doch. Nein. Och, der Stich. Leute, Hand hoch, wer den Nisa gehört hat. Welcher Nisa? Ich kenne sie jetzt, oder? Gut, Turm, mach's gut. Keine Chance. Kannst du nicht halten. So ist immer noch. Gesundheit im Chat. Gleich kommt's. Gleich kommt's. Nun, der nächste Turm. So ist es immer noch nicht da, aber Fizz ist auch keine Katastrophe bei der Basisverteidigung. Wenn da mit dem härtesten Engage, sehen wir schon wieder hier einen Base Race. Also das ist mir sehr unangenehm, weil So ist, ist nicht gerade der Schnellste dabei. Origin legt seine ganze Hoffnung auf ihn, die Basis zu verteidigen. Wird super schwierig. Der erste Turm ist bereits gefallen. Amazing. Ist hier sofort geplatzt. Der hatte keine Chance. Er zieht sich nun zurück. So ist, will also nun helfen, aber bei was denn? Beim Sterben. Nils hier wunderbar vom Speer getroffen. Das war's. Wow. Rocket besiegt den Halbfinalisten. Ja. Wahnsinn. Schon wieder so ein Gurkenende.